Vor wenigen Wochen erschien ein mit Spannung erwartetes Buch zum NSU-Komplex mit dem Titel Die schützende Hand. Wolfgang Schorlau, der Autor, lässt den Privatdetektiv Dengler im Umfeld des NSU recherchieren und Gewaltiges zutage bringen. Im Gegensatz zu seinen bisherigen Kriminalromanen ist das Verhältnis zwischen Fiktion und Realität in diesem Dengler-Krimi weniger ausgewogen. Befindet man sich doch mitten im Zeitgeschehen. Auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, betrachtet Wolfgang Schorlau den NSU-Komplex unter dem Aspekt, wie viel Staat steckt im NSU. Meine Kollegin Silvi Fischer hat das Buch gelesen. Silvi, was kannst du uns darüber erzählen? Ja, das ist ja Denglers nunmehr 8. Fall und er dreht sich um folgendes Thema, nämlich wer erschoss Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos? Das herauszufinden ist der Auftrag des Privatdetektivs und hier ist auch schon erkennbar, dass Schorlau davon ausgeht, dass die beiden Uwes sich nicht selbst umgebracht haben. Und er nennt dazu auch viele Fakten. Zum Beispiel die Aktion Konfetti. 11.11.2011, Karnevalsbeginn in Köln. 300 Akten Thüringer Neonazis werden geschreddert. Schorlau selbst sagt dazu, das kann man ja nicht mehr als Versagen der ermittelnden Behörden bezeichnen. 300 Akten werden absichtlich geschreddert. Da steckt Kalkül dahinter. Jeder vierte Neonazi aus dem Thüringer Heimatschutz war bezahlter V-Mann. Die Leichen von Mundlos und Böhnhardt wiesen hingegen erster behördlicher Behauptungen keine Anzeichen von Ruß in ihrem Körper auf, was bedeutet, dass Mundlos Böhnhardt nicht erschossen haben kann. Denn in 20 Sekunden den anderen Uwe erschießen, Feuer legen und dann sich selbst erschießen, während man in der Zwischenzeit noch die Luft anhält, ist auch merkwürdig. Einsatzkräfte wurden am Tatort ferngehalten, da waren Rettungssanitäter, die nicht durchgelassen wurden. Selbst der Bürgermeister von Eisenach durfte nicht zu seiner eigenen Polizei oder eigenen Feuerwehr, wie er sich ausgedrückt hat. Tatortfotos verschwinden und tauchen erst wieder auf, als man die Anweisung in der Polizeidienststelle Gotha erlässt. Jeder Mitarbeiter möchte verbindlich bestätigen, dass er keinerlei Dokumente zum NSU in Verwahrung hält. Auf einmal sind also die Feuerwehrfotos wieder da und noch mehr Polizeifotos. Mindestens eine Patronenhülse zu viel im Wohnmobil. Das ist also eine ganze Menge an Ermittlungsergebnissen, die Schorlau zitiert. Fußnoten und Quellen sind reichlich mit angegeben. Du hast es ja gesagt, das sind ja alles Fakten, die wir auch recherchiert haben, die bekannt sind, die ermittelt sind. Wie ist das jetzt aber im Buch aufgezogen? Wie hat Schorlau seine Figuren inszeniert? Ja, die Protagonisten in seinem Buch sind anhand ihrer Namen im Handumdrehen zu identifizieren oder mit realen Personen in Verbindung zu bringen und werden sowieso teilweise auch mit richtigen Namen genannt. Der Leser findet sich jetzt in einem Jetztzeit-Roman wieder, der leider kein Krimi zu sein scheint, sondern aktuelle Realität. Also jeder, der sich ein wenig mit dem Thema NSU befasst hat, erkennt sofort die Protagonisten. Klaus-Dieter Fritzsche zum Beispiel, der ist Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes und damit ranghöchster Beamter der inneren Sicherheit. Klaus-Dieter Fritzsche heißt im Buch beispielsweise Klaus-Dieter. Man kann Schorlau also sehr leicht folgen, wenn er Verbindungen aufzeigen will. Wolfgang Schorlau selbst lehnt sich dabei in diesem Buch weit aus dem Fenster und spricht von einem Staatsverbrechen. Das ist ja, also als Schriftsteller kann man das ja. Wie ist das jetzt in der Story verpackt? Also wie ist das Ganze aufgebaut? Ja, der Dengler weiß zunächst gar nicht, von wem er beauftragt wird. So geht es los. Und an der Stelle spart sich der Schorlau auch wirklich geschickt die Pointe auf. Letztlich ist es nämlich die Frau des obersten Verantwortlichen der Geheimdienste, die Frau Klaus-Dieters nämlich, die ihn beauftragt hat. Und an der Stelle tritt dann auch mal die Fiktion deutlich in Erscheinung. Also Dengler hat quasi Helferinnen, die ihm Akten besorgen und ihn unterstützen, an Informationen heranzukommen. Ansonsten sind aber fast alle Figuren real. Dengler zuerst sehr skeptisch, will den Fall rasch abschließen und sich den offiziellen Ermittlungsergebnissen anschließen. Doch bei seinen Recherchen ergeben sich dann doch in letzter Stunde noch Unstimmigkeiten, die ihn dann richtig auf den Fall einsteigen lassen. Mit Hilfe eines mutigen Polizisten und seiner schicken Freundin Olga legt er Behörden aufs Kreuz, um an Dokumente heranzukommen. Marius Brauer, dieser Polizist,
ist auch sehr leicht zu übersetzen. Da handelt es sich nämlich um Mario Melzer, einen LKA-Beamten. Und Schorler thematisiert hier den Maulkorb, der Mario Melzer übergeholfen wurde. Das ist ein real existierender Polizist, der auch beim Thüringer Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Und ja, ziemlich herausragender Auftritt, denn er hat sich am Ende seiner Aussage bedankt dafür, dass er aussagen durfte. Es war ihm sozusagen ein Bedürfnis. Sowas gibt es also auch. Radio Lotte hat Mario Melzer offiziell fürs Lotte-Interview auch über die Pressestelle des LKA angefragt. Er darf sich nicht äußern. Das war die Antwort. Ja, es würde jetzt auch zu weit führen, weiter auf die Rolle Melzers einzugehen. Er war jedenfalls schon in den 90ern an den Ermittlungen zum NSU beteiligt. 98, als das Kerntrio abtauchte, und er hätte offensichtlich gern mehr erzählt. Wen das näher interessiert, gibt es ja ein Internet. Jedenfalls arbeitet sich Dengler vor und das Netzwerk der Verschwörung erweitert sich im rasenden Tempo. Die Amerikaner, unsere amerikanischen Freunde, werden dann auch eine tragende Rolle übernehmen. Aber ich will ja jetzt nicht alles verraten und ich will mich auch nicht mit unseren amerikanischen Freunden anlegen. Anschließend wäre vielleicht zu sagen, der Autor erreicht mit seinem Buch noch ganz andere Bevölkerungsschichten als, sage ich, mancher Politwissenschaftler, der sich äußert, oder manch ein Tagesblatt, nämlich eine breite Schicht Krimileser. Menschen, die sich vielleicht nicht vordergründig mit Politik beschäftigen, und das gefällt mir persönlich sehr gut. Soweit Sylvie Fischer zu Die schützende Hand, ein Krimi von Wolfgang Schorlau, dessen Ausgang noch offen ist. Falls Sie also noch ein anspruchsvolles Weihnachtsgeschenk brauchen, das Buch ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch und es hat 380 Seiten und ist käuflich zu erwerben. Vielen Dank, Sylvie.